Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Plan mit mir Video von simplelifestories.net. Mein Name ist Monja und in diesem Video möchte ich euch unsere Halloween-Sticker vorstellen. Ja, das ist meine Woche, so wie sie mal aussehen soll und ich habe euch jetzt mal mitgebracht, wie ich das so einigermaßen gebaut habe. Und hier seht ihr jetzt erstmal die verschiedenen Sticker, die ich dafür genommen habe. Die wollte ich euch jetzt einmal zeigen. Ja, das sind einmal die Eulen für Halloween. Dann kommen die, und so ein bisschen Thanksgiving behaftet, ne, mit dem Truthahn. Dann noch diese Halloween-Sticker. Ich mag den Banner, vielleicht fürs Wochenende oder so, mal gucken. Und die aus der Spooky Night Box. Und natürlich noch die Washi-Tapes, die braucht man auch für einfach um halbe Boxen hinzuzufügen und die Checklisten natürlich. Und dann habe ich noch die Die-Cut-Boxes, das heißt, ich kann so eine ganze Box einfach mit einem schönen Motiv bekleben. Nicht zu vergessen die Headings, die sind ganz wichtig, weil die benutze ich immer ja, für Morning, Day, Night und zwar für alle. Ich mache das meistens so, dass ich von Montag bis Sonntag, weil auch Samstag und Sonntag gibt es bei mir immer irgendwas zu tun, diese Box-Headings draufklebe und oben ist dann immer die To-Do, das heißt alles, was ich unbedingt erledigen muss in der Woche und das kann halt auch schon mal was am Wochenende sein, natürlich, gerade in der Wohnung. Dann habe ich Little Things, das heißt alles so kleine Sachen, so wie Einkaufen oder all diese Dinge, die würde ich dann in die Mitte packen. Was nicht so ganz so schlimm ist, wenn nicht. Dann Next Week ist für mich ganz wichtig, weil da packe ich schon mal rein, was für die nächste Woche kommen soll. Und dann habe ich noch Fun Stuff oder halt Hobby. Das heißt zum Beispiel, ich gehe mal gerne schwimmen. Dann würde ich da Hobby reinpacken. Oder wenn ich jetzt plane oder sowas, das wäre mein Hobby. Und dann würde ich das in eine Box packen und mal irgendwas machen. So Freitagnachmittag, ne, ist dafür perfekt geeignet. Einfach mal irgendwas, wozu man Lust hat, ne? Fun Stuff kann aber auch Lesen sein, wo ich mal eine Woche einkalkuliere, so eine Stunde in der Woche oder zwei, mal gucken. Ja, und hier die Eulensticker, damit fange ich jetzt mal an, aber wie ihr seht, das passt nicht immer und überall. Deswegen muss man schon so ein bisschen hin und her ausprobieren. Ja, falls ihr euch wundert, was da mit meiner Hand los ist, ich habe Suppe gekocht. Ja, ganz fatale Sache. Wenn ich koche, ist das nie eine gute Idee. Ich habe mir Kürbissuppe auf die Hand spritzen lassen, quasi, weil ich die zu stark eingestellt hatte auf dem Herd und habe mich so richtig schön bitter verbrannt. Ja, und jetzt packe ich diese ganzen Eulen überall zwischen die Boxen, um schon mal irgendwie eine Art Layout zu bekommen. Und dann fange ich an mit diesen Checkboxen. Eine bessere Idee ist eigentlich erstmal diese Checkboxen einzufügen und dann hinterher die Eulen und sowas zu setzen. Eigentlich mache ich das auch heute irgendwie nicht. Ja, ich habe das jetzt nochmal rausgenommen, einfach weil mir die Farbe nicht so gut gefallen hat. Jetzt packe ich hier nochmal so ein Rot rein, also es passt irgendwie schön zu den Eulen, den kleinen Eulen. Das sind ja so diese Halloween-Farben oder Oktoberfarben. Goldener Oktoberhaufen wäre mal drauf. Ja, man kann das auch ganz leicht nochmal ja, hoch machen und dann drunter kleben. Auch kein großes Problem. Und ja, in einigen Boxen, wo ich schon weiß, da wird nichts passieren, da habe ich dann einfach so Die-Cut-Boxes reingetan. Also diese großen Sticker, die komplett in so eine Box passen. Oder ich packe auch diese Washi-Tapes rein. Dann kann ich noch oben und unten was reinpacken. Zum Beispiel hier zum Beispiel Fun Stuff, da jetzt am Donnerstag würde vielleicht noch so ein Meal Plan Sticker reinkommen, oben oder unten. Dann hätte ich dazwischen keine Luft und kann man noch was Kleines reinschreiben oder so. Ja, ich dekoriere eigentlich relativ viel, vor allen Dingen, wenn ich schöne Sticker habe, dann kann ich mich da kaum zurückhalten. Irgendwie fällt mir dann auch immer wieder was Neues ein. Also ihr seht, man kann Sticker, die einigermaßen die gleiche Farbe haben, prima miteinander kombinieren. Also es muss nicht alles aus einer Kollektion stammen. Da bin ich immer so diejenige, die das macht. Wenn irgendwas aus einer Kollektion ist, finde ich das immer sehr angenehm, wenn ich das so mache, ja. Und jetzt natürlich fehlt noch eins, das ist das Washi-Tape und mein To-Do-Sticker. Den habe ich immer so ein bisschen unentschlossen, wo ich den jetzt hinpacke, weil der ist jetzt sehr groß. Hier zum Beispiel, den brauche ich eigentlich, um einfach nur mal was reinzuschreiben, was vielleicht auch in die kleinen Boxen nicht mehr reinpasst. Deswegen, den kann man immer
drauf machen und wieder abnehmen. Das ist ganz gut. Deswegen kann der immer irgendwo hin. Aber jetzt kommen wir natürlich zum Washi-Tape. Und ich habe so viel Washi-Tape, ganz kein Problem. Also ich kann da frei wählen, auch die Farben, die ich brauche. Jetzt habe ich so ein Rot genommen. Ich mag das Muster da. Und das passt auch wieder schön zu den Stickern. Also ihr dürft nicht ganz so pingelig sein, weil es natürlich alles nicht 100% passen kann. Aber es sind vom Prinzip her diese Oktoberfarben. Und daran halte ich mich auch. Und dann gibt das alles doch ein recht schönes, spielt das alles recht schön zusammen. Ne? Und natürlich ein orangefarbener Streifen noch. Das ist so ein dünnes Washi-Tape. Das mag ich auch sehr gerne. Ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt her habe. Oftmals findet ihr das bei Chibo oder sowas. Da gibt es ganze Sets voller Washi-Tape. Immer ganz nett. Oder auch bei Etsy oder eBay könnt ihr solche Sachen prima finden. Ja, jetzt habe ich mal hier so ein paar Washi-Tape-Streifen angebracht. Man könnte natürlich noch auch links in der Sidebar noch was machen. Ich schreibe da immer gerne noch was auf, was irgendwie fehlt. Oder klebe meinen To-Do-Sticker rein. Wie ihr seht, das, der schwirrt irgendwie immer überall rum. Er kommt jetzt mal über die Next Week, beziehungsweise Hobby. Das ist weit weg, der Samstag und der Sonntag. Da kann ich erstmal den Sticker reinpacken. Ja, ihr könnt auch sehen, dass ich alles in einem ganz anderen Planer habe, nicht mehr in dem Kiki K. Ich habe das jetzt alles in dem Planer von Becky Higgins, weil der ist wunderbar zuzumachen. Das heißt, ich kann einfach alles zusammenpacken und schwupps kann ich es mitnehmen. Keine überstehenden Ecken mehr, nichts. Also passt wunderbar rein. Deswegen ist es echt eine Investition gewesen. Und da kann ich immer wieder meine neuen Erin Condon Planer reinstecken. Sehr hochwertig gemacht und man kann auch links überall so kleine Boxen quasi, wo man was reinstecken kann. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bitte tragt euch in unseren Kanal ein. Freue mich auf euch in unserem nächsten Video. Bis dahin, tschüss.